Da sind wir wieder bei Reif ist live. Ja, neue Stars in der Bundesliga, Mané, Götze, Alaire, aber eben auch neue Trainer bei neuen Vereinen. Und einige haben sich in dieser Woche vorgestellt im Rahmen von Pressekonferenzen, im Rahmen des Trainingsauftakts. Und da wollen wir einmal reinhören und beginnen in Wolfsburg, wo ja Niko Kovac übernommen hat. Und da ging es um das Thema Titelgewinn mit dem VfL Wolfsburg. Ja oder nein? Es ist mit keiner Mannschaft einfach, Titel zu gewinnen, aber wir waren mit Eintracht Frankfurt zweimal im Pokalendspiel, haben einen gewonnen, hat keiner erwartet. Ja. Frankfurt hat jetzt den Europapokal gewonnen, hat wahrscheinlich auch keiner erwartet. Also von daher, im Fußball ist alles möglich, wenn man alles dafür tut, wenn man arbeitet, wenn man auch daran glaubt, dass es möglich ist. Wenn man daran nicht glaubt, wenn man davon nicht träumt, dann wird man das auch nie erreichen, weil dann ist das überhaupt nicht in den Gedanken drin. Und dann können wir es ad acta legen. Also wir von unserer Seite aus, von Clubseite beziehungsweise auch von Trainerseite, wollen Titel holen. Ob es möglich ist, werden wir am Ende der Saison hoffentlich dann wieder besprechen. Soweit Niko Kovac, Herr Reif, dem ich unglaublich gerne zuhöre, weil er so sehr klar spricht. Und ich habe immer den Eindruck, er redet auch sehr von seiner eigenen Karriere. Er hat sich aus Kroatien hochgekämpft, mit der Nationalmannschaft auch dort als Fußballer eine Karriere geschafft, über den HSV zum FC Bayern. Träume gehören dazu, denn sonst gibt es eh keine Chance, sie zu erreichen. Ja, und aber auch eine realistische Sicht der Dinge. Ich glaube, die Zeit bei Bayern war für ihn lehrreich, dass das am Ende schiefgegangen ist. Ich glaube, dass er sich enorm weiterentwickelt hat, auch von seiner menschlichen Seite sowieso. Ich kenne ihn schon so viele Jahre, das ist einer der Vorzeigetypen in der Liga. Wirklich, das ist ein ganz sauberer Typ in allem, klar und sauber. Und trotzdem ist in Bayern, weil die Mannschaft irgendwelche Dinge nicht wollte und er vielleicht auch zu stur war in manchem. Ich glaube, dass er eine klare Linie hat. Aber ich glaube, die Zeit in Monaco hat ihm auch sehr, sehr geholfen. Also das ist ein Trainer, da haben die Wolfsburger einen klasse Griff gemacht. Ob das dann, wie gesagt, zu Titeln führt, dazu muss man sich den Kader angucken. Der baut Schlager weg, der wird ihnen sehr wehtun, weil das sind diese Mentalitätstypen, die er auch, so Typen wie er als Spieler war. Dann das Thema Max Kruse, bin mal gespannt. Sind wir doch sehr gespannt. Ja, weil Kruse hat natürlich schon seinen eigenen Stil und das wird passen müssen. Also das ist ein interessantes Projekt, aber ich glaube, Jörg Schmadtke, mit dem muss er noch ein bisschen, bevor ich glaube aber, dass Schmadtke bald gehen wird und sagt, ich überlasse das Marcel Schäfer. Und dann ist das eine neue Zeit in Wolfsburg. Die haben underperformed. Also insofern, das wird ihm helfen. Auf dem Sockel kann man wirklich erstmal entspannt aufbauen. Ob das dann gleich zu Titeln führt, lass mal gucken. Underperformed, neuer Anfang, darauf kann man aufbauen. All das gilt natürlich auch für die Hertha, wo jetzt Sandro Schwarz am Start ist. Und der hat noch mal bemerkenswert klar gemacht, dass er in jedem Fall zur Hertha gekommen wäre, egal wie das in der Relegation ausgegangen wäre, wobei es ihm dann auch ganz recht gewesen ist, dass Hertha drin geblieben ist. Also die Relegationsspiele habe ich als Hertha-Fan gesehen und gerade das Rückspiel fand ich sehr beeindruckend über die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, mit welcher Intensität auch in so einem schwierigen Spiel, in so einem Druckspiel dann auch die Schlüsselmomente auf ihre Seite gezogen haben. Und was den Ausgang betrifft, hatte das keine Auswirkung. Also selbst bei Abstieg, sondern es war für mich wichtig in den Gesprächen, die konstruktiv, die wirklich inhaltlich sehr gut waren, sehr empathisch waren und die Aufgabe für mich dann auch so anzunehmen, ligaunabhängig. Und dementsprechend habe ich das als Fan mir angeschaut und selbstverständlich mich auch darüber gefreut, dass sie es dann geschafft haben. Also Sandro Schwarz, der neue Hertha-Trainer. Da haben Sie ein ähnlich gutes Gefühl wie bei Kovac und Wolfsburg oder Mitleid, weil Hertha? Nein, nur bitte. Wenn Wolfsburg underperformed hat, also Underperformance hat Hertha erfunden, glaube ich. Deswegen, da kann man aufbauen. Und er hat ja auf seinem Weg gezeigt, nicht zuletzt in Mainz, wie er aus einer Mannschaft mehr eigentlich rausholen kann, als drin ist. Bei Hertha wird er nur erst mal rausholen müssen, was
oder sollen, was da ist und dann langsam aufbauen. Ich glaube, dass er ein klarer ist, den wirst du auch nicht dazu bringen, hier auf den Putz zu hauen und die irgendwelche Hauptstadtallüren an den Tag zu legen, sondern der wird seinen Job machen. Das ist gut. Das ist gut für Hertha. Das ist ein Typ, der auch arbeiten will und der auch jedem klar machen will, du pass auf, Big City und das ganze Geschwafel, lass mal einfach weg, lass mich mal in Ruhe arbeiten. Und das ist aber auch einer, der, wenn es von außen, und das gab es ja hier genügend, Störfeuer geben sollte, intern im Club, das macht er nicht lange mit. Spannend wird ja am Sonntag zu sehen, wird ein neuer Hertha-Präsident gewählt. Auch da wird man ein Gefühl dafür kriegen, in welche Richtung dieser Verein künftig steuert. Der Schalke-Trainer Frank Kramer hat noch was ganz Spannendes gesagt, war einfach ein schönes Zitat, denn die haben ja mit Sebastian Polter jetzt noch einen Stürmer geholt. Und da kam die Frage auf, klappt das denn mit Terodde, der ja viel getroffen hat? Und da sagte er, Terodde ist der schlaue Schleicher, Polter eine wuchtige Abrissbirne. Das kann gut passen. Ja, ist das für Sie ein Sturmduo, was aus Schalker Sicht vielversprechend ist? Die anderen suchen händeringend nach irgendwelchen Stoßmittelstürmern. Der holt einen nach dem anderen. Die machen sich gleich mal die Bude voll da vorne mit ihm. Das wird man gucken müssen, wie die zwei Ochsen sich den Platz da aufteilen. Aber ich denke, der Polter ist ja nicht doof. Wenn man den dazu holt, zu Terodde, wird man ihm schon klar gemacht haben, wie man sich das da vorstellt. Aber es ist ein interessantes Projekt. Also auf Schalke ziehen sie dieses Wiederbeleben von Neunern, das ziehen die mal konsequent durch. Der Verein von Klaus Fischer ist da ja auch gewissermaßen in der historischen Pflicht, ja, alles dafür zu tun, dass es in Sachen echter Neuner irgendwie weitergeht. Also Schalke 04 mit einem sehr interessanten Sturmduo. Auch mit Schalke werden wir uns natürlich in den nächsten Wochen und Monaten viel beschäftigen, nachdem die Mannschaft wieder aufgestiegen ist.